Über 15.000 Besucher waren bei der ersten Göttinger Nacht des Wissens dabei. Showelemente waren bei einer Spätvorlesung in der Fakultät Chemie angesagt. So wurde beispielsweise dort Cola hergestellt. Außerdem krachte und rauchte es kräftig. Um ganz andere Themen ging es im zentralen Hörsaalgebäude. So wurde unter anderem Nitratgehalt von Feldfrüchten, unter anderem von Kartoffeln, vor den Augen der Zuschauer ermittelt. Schon nach einigen Minuten stand das Ergebnis fest. Andere wiederum machten einen Geschmackstest. Außerdem präsentierte sich eine Theatergruppe. Wissenschaftliches Basteln war in der Physik angesagt. Junge Forscher bauten einen Teilchenphysikdetektor aus Lego nach. Zudem gab es eine Physikshow.